Name ist Thomas Wölzen und ich arbeite hier an der Weiterbildung, Zentrum für Weiterbildung hier an der Hochschule in Schmalkalden. Ich bin selber gelernter Sportler, oder war halt Jahre Leistungssportler im Oberhof, Biathlet. Also ich bin Studienkoordinator für die gesamten Zertifikatsstudiengänge. Jetzt bin ich im 12. Jahr, bin ich hier schon angestellt an der Hochschule. Also ich habe sozusagen 2006 hier angefangen. Ja, die studentische Betreuung direkt vor Ort. Wenn wir jetzt hier miteinander kommunizieren, mal zusammen in die Mensa am Mittagessen gehen, oder auch dann diese Abendbetreuung. Deshalb versuchen wir in allen Kursen Events mit reinzubringen, beziehungsweise auch Abschlusstouren zu machen und solche Sachen. Und da steht unter anderem so Kanufahren auf der Werra auf dem Plan oder auch Biathlon-Schießen im Oberhof. Bietet sich das an, habe ich die Connections noch nach Oberhof und da fahren wir immer mal hin. Und dann sind die Leute total begeistert von den Biathlon-Schießen, wenn wir das mal in echt ausprobieren. Also zum größten Teil auch schon, weil wir einen guten Ruf haben, also weil auch die Mundpropaganda bei uns sehr stark funktioniert. Wenn wir Kurse abgeschlossen haben, sind die Leute zufrieden, die gehen zufrieden hier weg. Das spricht sich natürlich schnell rum. Und die Art und Weise, wie wir hier studieren, also die haben eine Rundumbetreuung, wir eben durch die Studienbetreuung, wie mich jetzt auch in Persona, kriegen die alles gemacht. Die müssen sich zu Hause um keine Bürokratie kümmern, das machen alles wir. Wir haben eine Lehrveranstaltung oder eine Präsenzphase mit verschiedenen Seminaren, meistens zwei Seminare in einer Woche oder in einem Wochenende. Und dann anderthalb Monate später folgt dann die Prüfung dieses Faches oder dieser beiden Fächer, die gelehrt worden sind. Und dann geht es wieder weiter mit dem nächsten Seminar und somit hangeln sie sich Schritt für Schritt durchs Studium. Und zum Schluss ist nicht mehr so eine generalistische Abschlussprüfungszeit, wo man dann sozusagen innerhalb von 10 Tagen auch nochmal 2 Wochen Urlaub nehmen müsste, um daraufhin zu lernen und die ganzen Prüfungen in 10 Tagen zu absolvieren. Superschön, also absolut sehr gut. Ich habe in Jena und in Würzburg studiert und da sieht es halt ein bisschen anders aus. Grundsätzlich der Campus ist total top, modern ausgestattet, alles super. Gut in Schuss, wird super gepflegt. Selbst die Studenten, Vandalismus ist so gut wie gar nicht verbreitet hier. Ist eigentlich sehr, sehr angenehm.